Hallo und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch die Schulmaterialien zeigen, die der Henry für die zweite Klasse braucht. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an, bevor dieses Video wieder eine halbe Stunde dauert. Zuerst braucht das Kind natürlich einen Schulranzen. Und da haben wir den Step-by-Step 2-in-1 Plus vom letzten Jahr noch, weil der noch top in Schuss ist. Da sind überhaupt, das ist gar nichts am Schulranzen, das ist wie neu. Seien wir mal ehrlich, ich meine, wie oft hat das Kind den Schulranzen mit zur Schule genommen und wie oft war die Schule überhaupt auf in diesem Jahr? Gar nicht, würde ich sagen. Egal. Auf jeden Fall braucht er das und einen Turnbeutel. Sein Turnbeutel ist jedoch in der Schule geblieben, denn das hat er vergessen während der Ferienbetreuung. In dem Turnbeutel ist auch seine Turnhose drin und seine Turnschuhe. Bei den Turnschuhen ist seitens der Schule vorgegeben, dass es eine helle Sohle haben muss und mit Klett. Wenn möglich, falls die Kinder noch nicht so gut mit Schnürsenkeln hantieren können. Und da diese Dinge, also seine Turnhose und sein Turnbeutel immer noch passen, wird das auch dabei bleiben. Das heißt, wir werden da keine neuen Sachen holen müssen. Was wir neu holen mussten oder was ich neu geholt habe, das war im Sale im Kaufhof. Und das ist einfach nur so ein Sport-Shirt von Adidas in der Größe 140, weil der Henry doch hier und da ein bisschen zugenommen hat in der Zeit von Corona und Homeschooling und so. Und demnach spannt sein T-Shirt manchmal ein bisschen und ich denke mir, so im Sport ist das vielleicht nicht so gut oder angenehm. Und deswegen habe ich da ein neues geholt. Und ja, dann gehen wir direkt mal weiter mit den Dingen, die er in seinem Mäppchen braucht. Sein Mäppchen, das ist der hier oder die hier von Step by Step, ist immer noch dieselbe vom letzten Jahr, wobei sich da... Also bei Henry, die ist jetzt leer, weil ich die entleert habe. Aber bei Henry ist es so, dass er alles vollgekriegelt hat. Denn mein Sohn konzentriert sich nicht so gerne in der Schule. Ja, er malt gerne und er krickelt gerne auf Sachen rum. Und demnach ist sein Mäppchen schon ein bisschen angemalt und ist nicht mehr wie neu, wie sein Rucksack. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich das auch sehr lange gemacht. Also eigentlich bis Ende der Schulzeit. Deswegen ist das für mich jetzt nicht so schlimm. Was im Mäppchen sein muss, sind Bleistifte. Da haben wir noch die vom letzten Schuljahr. Das ist die von Faber-Castell Grip Bleistifte. Die haben hier so Noppen, damit die Kinder das besser halten können. Und wie ihr sehen konntet, ist der Henry ein kleiner Stiftekauer. Ich weiß nicht, da. Gut, da. Er kaut gerne auf seinen Bleistiften rum und auf seine Buntstifte rum. Noch so eine Sache, die wir zwei gemeinsam haben, denn das habe ich früher auch immer gemacht. Ja, dann braucht das Kind Radiergummi und Lineal. Das hier ist noch von seinem Mäppchen. Also das war sein Original-Lineal, was im Mäppchen drin war. Ich gucke aber mal, ob ich dieses Jahr, weil ich habe für Amelia so ein Set gekauft bei Teddy, wo ein Pastellrosa und ein Pastellblaues drin war. Und dann gucke ich mal, vielleicht mache ich das Pastellblaue in Henrys Mäppchen rein.
Und was den Radiergummi angeht, haben wir auch hier den von Faber-Castell. Das ist noch der vom letzten Jahr. Davon hat er aber noch ein graues, noch eins in Rot und noch eins in Blau. Und er hatte einige Radiergummis im letzten Jahr von uns und von der Familie bekommen. So Spaßradiergummis und richtige Radiergummis. Aber im Endeffekt ist es halt einfach der hier, womit er am besten umgehen kann, was er am liebsten benutzt, was für ihn am praktischsten ist, weil er das immer so hält wie so ein Bleistift oder wie ein Stift. Und deswegen benutzt er sie lieber und deswegen bleiben wir auch dabei. Wie gesagt, er hat einige davon zu Hause rumliegen und eben auch in seinem Mäppchen für die Schule. Und demnach müssen wir da jetzt nicht unbedingt noch neue kaufen. Aber wenn der mal abgenutzt sein sollte und wir gar keinen mehr zu Hause haben, dann wäre es halt immer noch diese Art von Radiergummi von Faber-Castell, was wir nachholen würden. Und dann gehen wir auch direkt mal weiter bei den Buntstiften. Und bei den Buntstiften habe ich auch dieselbe Marke und dieselbe Art von Buntstiften, was ich letztes Jahr für Henry geholt habe. Und zwar ist das der Faber-Castell Grip Buntstift. Der wurde klimaneutral hergestellt bzw. produziert. Und das hier ist der Promopack. Das bedeutet, es ist nicht nur der Teil hier mit den 12, glaube ich, ne? Oder 18? Nein, 12. Oder 18? Wie viele sind das? Ah, sollte ich mal gucken. Oder lesen. Wer lesen kann, wäre gut. Deswegen geht man in die Schule, ne? Es sind ein 18er Set und dann sind noch 4 Neonstifte und 2 Bleistifte dabei. Und ich habe dieses Jahr, wie gesagt, diesen Set auch dazu genommen, weil ich den auch ganz praktisch finde. Henry hatte letztes Jahr genau denselben, nur eben nicht als Promo. Die Neonstifte waren nicht dabei und die 2 Bleistifte. Es waren nur diese 18 Farben. Und das Praktische dabei ist, finde ich, dass man diese Stifte auch einzeln in bestimmten Geschäften kaufen kann. Also ich weiß, dass ich letztes Jahr blau und die roten Stifte sehr oft nachkaufen musste und ich habe das, glaube ich, bei Idee oder bei Ortloff nachgeholt. Die konnte man da einzeln kaufen, einfach weil Henry diese Farben am meisten benutzt hat und so angeknabbert hat, dass die halt irgendwann so abgenutzt waren. Da musste ich sie neu kaufen und da war das einfach so praktisch, dass die einzeln zu kaufen waren. Und außerdem kann man diese Stifte, das machen die in der Schule nicht, dass man da jetzt so mit Farben, also dass man die Farben mit Wasser vermischt. Aber diese Stifte sind auf jeden Fall wasservermalbar. Das heißt ein bisschen so wie Aquarell, dass man das so mit Wasser vermalen kann. Das finde ich ganz schön. Und ja, ich habe jetzt, wie gesagt, diesen Promopack geholt. Ich werde die 4 Neonstifte unter den beiden verteilen, also Amelia und Henry, und die grauen Bleistifte. Man kann nie genug Bleistifte haben. Und ja, deswegen habe ich jetzt dieses Set geholt. Die anderen Stifte oder Buntstifte, die der Henry jetzt vom letzten Jahr noch hat, sind so abgenutzt. Manche, die er nicht so, also die Farben nicht so gerne mag, sehen ein bisschen besser aus und die kommen dann in seinem Stiftehalter für zu Hause, wo er die dann zu Hause benutzen kann. Aber sonst brauchte er auf jeden Fall dieses Jahr ein neues. Dann braucht er in seinem Mäppchen natürlich einen Spitzer. Und hier hat er direkt auch 2 von derselben Sorte. Er benutzt die auch tatsächlich gerne zu Hause, deswegen hat er 2, aber es sind eben auch wieder hier die Spitzer von Faber-Castell.
So. Es ist von der Schule vorgegeben, dass er einen geschlossenen Spitzer für dicke und für dünne Stifte braucht. Und hier ist es so, dass wir dann diese hier genommen haben. Ich werde die jetzt nicht aufmachen und von innen zeigen, weil so wie ich meinen Sohn kenne, ist die nicht entleert. Aber diese Spitzer von Faber-Castell sind so aufgebaut, dass auf einer Seite extra nur für Bleistifte ist und auf der anderen Seite sind zwei Löcher, also oder zwei Spitzer für Buntstifte in dünn und für Buntstifte in dick. Und ja, wie gesagt, da haben wir zwei von, eins für die Schule und eins für zu Hause. Und da sind wir sehr überzeugt von. Und die würden wir auf jeden Fall auch immer wieder nachholen. Dann braucht das Kind eine Kinderschere und da haben wir den noch vom letzten Jahr. Das ist auch von Faber-Castell. So. Und hat hier eine Kappe, damit alles schön gesichert ist. So, dann kommen wir zu den Heften. Oder beziehungsweise, wie die Schule das schreibt, Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeitsergebnisse. Also Hefte und so. Und zwar braucht der Henry, das Lustige ist, dass seine Materialien praktisch dieselben sind wie die vom ersten Schuljahr. Also sehr vieles ist das gleiche, wie er bei seiner ersten Materialienliste hatte. Das Komische ist aber, dass Amelia zum Beispiel in diesem Jahr viel weniger braucht als Henry letztes Jahr. So, dann fangen wir direkt mal an mit den Schnellheftern. Und bei den Schnellheftern haben wir hier die von Brunnen. Die kann ich mal zur Seite tun, weil das hier ist noch vom letzten Jahr. Aber so, ich habe so ein Set geholt bei Amazon oder Amazon. Und die hier waren jetzt alle damit bei. Hiervon braucht er aber nur 8. Und zwar braucht er einen gelben, einen weißen, einen roten, einen blauen, einen orangenen, einen in lila, in grün und in grau. So. Und da war es auch so, dass die Lehrer gesagt haben, was man vom letzten Jahr noch benutzen kann, soll man benutzen. Man soll nichts Neues kaufen, wenn man es nicht unbedingt muss. Mein Sohn geht aber nicht so super mit seinen Sachen um, muss ich sagen. Also er ist nicht besonders vorsichtig und alles schön halten und so. Demnach sind seine Schnellhefter vom letzten Jahr einfach mal so abgeranzt und zerknickt. Und man kann sagen, es wäre noch nützlich, also man könnte es noch benutzen. Es ist halt vorne hier diese Folie. Zum Beispiel ist halt ein bisschen, man sieht, dass es ein bisschen benutzt worden ist schon, dass es halt schon so einige Knicke hat und so, aber man könnte halt trotzdem durchsehen. Und hier, das hier kann man immer noch benutzen, also das ist nicht so, als ob es jetzt kaputt ist, die Hefter vom letzten Jahr. Aber wenn es um Schulmaterialien beziehungsweise um Schreibwaren Dinge geht, vielleicht liegt es daran, dass mein Großvater einen Schreibwarenhandel hatte und das irgendwie vererbbar ist, keine Ahnung. Aber wenn es um Schreibwaren Dinge geht, bin ich ein bisschen penibel und deswegen habe ich jetzt neue Schnellhefter gekauft. So, dann braucht der Henry 2 Hefte ohne Lineatur, den A4 Nummer 20. So, und da habe ich dieses Jahr von Brunnen. Die Schnellhefter sind auch von Brunnen.
Und was die Hefte angeht, letztes Jahr hatte ich für Henry die Hefte von Oxford, weil ich die Qualität und die Fassung vom Papier super schön finde. Da habe ich dann aber gemerkt, dass nur, also es klingt, als ob ich sagen würde, die Qualität vom Brunnen ist dann nicht, ne? Nein, also, was ich damit meine ist, das Papier von den Brunnenheften ist ein bisschen dünner und das Papier bei den Oxford-Heften ist ein bisschen dicker und fühlt sich vielleicht ein bisschen qualitativer an. Das Problem ist, habe ich dann gemerkt, dass das nicht unbedingt was Gutes ist, denn letztes Jahr war es so, dass ich dann realisiert habe, wofür die Hefte brauchen, und dahinter kriegen die dann von den Lehrern so Blätter mit Buchstaben, die sie dann mehrmals überschreiben, also ne, nachschreiben müssen. Somit muss das praktisch durch das Blatt durchscheinen. Und dann mussten die das einmal aufschreiben mit Bleistift und dann mit Buntstift und dann nochmal nachschreiben mit einem anderen Buntstift. Und da ist es wichtig, dass man das dann immer noch durchsehen kann oder dass das Kind immer noch diesen Buchstaben oder das Blatt dahinter sehen kann. Und da ist es eben vielleicht manchmal doch besser, wenn das Blatt nicht ganz so dick ist wie die von Oxford. Und deswegen habe ich mich dieses Jahr dann für den von Brunnen entschieden. Das ist, wie gesagt, der ohne Lineatur. Das ist einfach nur blank. So. Davon brauchte er 2. Dann braucht er Heftumschläge. Da haben wir uns auch für die von Brunnen entschieden, weil ich einfach so, ich mag, wie es aussieht. Und da brauchte er ein blaues. Das hier ist noch vom letzten Jahr. Dann ein in grün. Und einen in rot. Er hat letztes Jahr auch einen in rot gehabt. Aber ich weiß nicht, das ist, glaube ich, immer noch in der Schule. Und ich weiß nicht, ob er das wiederbekommt oder nicht. Keine Ahnung, weil er eigentlich all seine Schulmaterialien zurückbekommen hat. Und demnach habe ich jetzt einfach ein neues dazu gekauft. Ja, das ist auch, also eigentlich habe ich alles, was hier jetzt, was ihr gezeigt bekommt, von Amazon. Dann habe ich noch 3 Schreibhefte mit Lineatur, zweites Schuljahr, also 2SJ, Dinner 4. Und da haben wir auch den von Brunnen, also er brauchte 3 davon. Und da haben wir den von Brunnen, und zwar sieht das dann innen so aus. Und das ist einfach diese Schreibhefte, wo die Kinder eben lernen zu schreiben, wenn sie gerade noch in der Anfangsphase sind. Und als letztes haben wir 2 Rechenhefte, Lineatur Nummer 7, kariert DIN A4. Und hier habe ich jetzt auch wieder die 2 Stück vom Brunnen. Und das sind einfach nur karierte Hefte. Nur, dass das karierte ein bisschen größer ist als das, was wir zum Beispiel kennen. Also ne, es ist halt einfach größer, weil es eben noch Kinder im zweiten Schuljahr sind. So, dann braucht Henry für seinen Kunstunterricht einen Zeichenblock. Und da, so, Vorsicht, wird wahrscheinlich laut. Da haben wir den von Pelikan genommen. Der ist jetzt hier drin. So, das ist einfach nur so DIN A3 von Pelikan Zeichenblock
Ich lasse den jetzt auch hier drin, weil sonst liegt das überall rum. So weiß ich, es ist jetzt hier drin. Und er braucht natürlich eine Sammelmappe. Das ist der hier, auch in DIN A3. Das ist von Exacompta. Keine Ahnung, haben wir damals, also damals letztes Jahr, in Kaufhof gekauft, weil wir den von der Qualität her im Vergleich zu den anderen halt, was da war, am besten fanden. Und der schlicht ist und da eben auch, wenn er schon ein bisschen größer ist, das dann benutzen kann, ohne dass es zu kindisch wirkt. Dann brauchte er einen Pelikan Wasserfarbkasten und das ist tatsächlich vorgegeben. So, ein Pelikan Farbkasten und da hat er noch den vom letzten Jahr, weil das immer noch gut intakt ist. Ich habe einfach nur drumherum um die Farben nochmal sauber gemacht und die Farben an sich, wenn sich das so ein bisschen vermischt hat, weil der Henry da die Farben zu durcheinander gemischt hat, habe ich halt auch nochmal mit Wasser und Tuch so abgetupft, damit sich die Farben praktisch voneinander lösen. Und weil das ja vom letzten Jahr ist und wir da nichts neu kaufen mussten, musste ich einfach nur neues Deckweiß holen und da habe ich einen in ein bisschen zu groß geholt. So eine Tube, auch von Pelikan. Stört mich jetzt nicht unbedingt, dass es so riesig ist. Wenn er das dann irgendwann wirklich braucht und die Tube da leer ist, dann kann man das halt irgendwie immer noch in sein Mäppchen packen oder so. Dann braucht er Kleberstifte, also Klebestifte. Da haben wir die jetzt von Pritt. So, aber wir haben Unmengen davon zu Hause, von den Klebestiften. Einfach, weil wir zu Hause sehr viel basteln und Sachen machen und da braucht man auf jeden Fall immer irgendwie Klebestifte. Dann brauchte er neue Pinsel. Er brauchte neue Pinsel. Er hatte vom letzten Jahr noch welchen. Aber auch da, wie mit den Schnellheftern, war es mir lieber, wenn er da jetzt komplett neues Set nochmal holt, weil ja, die Pinsel ist halt, die Pinseln, die er da hat, sind halt schon ziemlich benutzt und da war es mir einfach lieber, er hat halt nochmal neue und da haben wir uns dann auch für die vom Pelikan entschieden, dadurch, dass wenn es um den Kunstunterricht geht, zum Beispiel hier Pelikan Wasserfarbkasten vorgeschrieben ist, dachte ich, wird es der Schule wahrscheinlich lieber sein, wenn sie auch Pelikan Pinseln haben. Und hier ist vorgeschrieben, dass sie 2 Borsten und 2 Haarpinseln mitbringen sollen. Als letztes für den Kunstunterricht braucht Henry so ein Ölkreideset von der Firma Jackson Honsel. Honsel Jackson, also hier, da. Und ich glaube, das ist noch vom letzten Jahr. Und ich glaube, ich habe schon letztes Jahr ein bisschen übertrieben, denn das ist der 36er Set. Und Henry meinte, das ist schon irgendwann Ende seines letzten Schuljahres gewesen, wo er dann zu mir meinte, Mama, ich bin immer meine Klassenkameraden kommen immer alle zu mir, weil ich am meisten Kreidestifte habe. Und ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben mit den 36er. So ein 6er-Set hat wahrscheinlich gereicht. Ich habe auch gesagt, wenn Amelia dann welche braucht, werde ich dann nicht so übertreiben. Aber Amelia braucht dieses Jahr keinen, weil Amelias Materialliste im Vergleich zu Henrys letztes Jahr ein bisschen oder sehr wenig ausgestattet ist oder sie sehr wenig braucht im Vergleich zu Henry im letzten Jahr.
So, dann braucht der Henry nur noch eine Trinkflasche und eine Butterbrotdose. Das hat er noch vom letzten Jahr und wir haben auch einiges noch von Kita-Zeit. Und ich werde wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen durchdrehen und noch mal ein paar andere neue kaufen. Deswegen ist das ja, das haben wir schon vom letzten Jahr. Das muss nicht irgendwie noch groß neu gekauft werden. Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem noch mal kurz vor Ende einen neuen holen. Und das steht jetzt nicht drauf, sollte aber noch mal mitgebracht werden. Das ist eigentlich kein normaler Schulmaterialgeschichte, sondern das ist in der Zeit von Corona eingeführt worden, dass die Kinder noch mal so einen Ordner mitbringen sollten, einen dickeren, wo die Lehrer Schulmaterialien reintun können, falls von jetzt auf gleich irgendwelche Änderungen geben sollte, dass es zu Wechselunterricht kommt oder zu Homeschooling-Unterricht kommen sollte, dass die Lehrer einfach alles praktisch in einem Ordner reinstecken können und es den Eltern mitgeben können, falls irgendwas ist. Und ja, deswegen habe ich den auch schon parat. Wie gesagt, das steht nicht da drauf, aber die Eltern wurden gebeten, das dieses Jahr auf jeden Fall auch parat zu halten, falls sich da in der Lage auf jeden Fall noch etwas ändern sollte. Ja, ich glaube, das war's auch schon mit den ganzen Schulsachen, die der Henry dieses Jahr mitnehmen sollte oder beziehungsweise die der Henry für die zweite Klasse braucht. Und sonst würde ich sagen, schreibt mir gerne mal unten, was für Sachen bei euch anders ist oder anders sein sollte. Gehen eure Kinder überhaupt zur Schule? Kommen die noch in die Schule? Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und grundsätzlich, wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Bis dann!